Ja, hallo, hier wieder das neueste Update. Heute aus dem Warung Gedait Sabah. Lass uns mal reingehen, da suchen wir jetzt einen schönen Platz. So, hier ist ein schöner Platz. Bali Update 27.02.2022. Erstmal herzlich willkommen alle neuen Abonnenten. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, es gefällt euch. Meine heutigen Themen sind, wir reden über die Quarantäne, über die Visa- und Versicherungsbestimmungen im Moment aktuell, über die Fallzahlen reden wir heute mal. Und über das Wetter. Ja, heute mit Wetter am Schluss. Aber erstmal zu den aktuellen Quarantäne- und Versicherungsbestimmungen. Da hat sich seit letzter Woche jetzt leider nichts verändert. Für die Einreise nach Indonesien, also auch nach Bali, gilt immer noch 3 Tage bzw. 2 Nächte Quarantäne, wenn du 2-mal geimpft bist. Oder 5 Tage bzw. 4 Nächte Quarantäne, wenn du 1-mal geimpft bist. Die Einreise ist auch weiterhin nur mit dem Business-Visa möglich. Bisher hatten wir letzte Woche schon mal besprochen. Meine persönliche Einschätzung, sage ich jetzt, warum sich die Regierung eigentlich so schwer tut mit den Erleichterungen, da irgendwas zu beschließen. Ich glaube, es liegt wohl wirklich an den aktuellen Fallzahlen. Ich sage euch hier mal, die Fallzahlen aktuell für ganz Indonesien. In der 3. Januarwoche zum Beispiel stiegen die Fallzahlen wieder. Zum Beispiel am 20. Januar waren es 2116 neue Fälle. Das war fast das Zehnfache wie Mitte Dezember. Im Februar 22 hatten wir dann 11.000 Fälle, was dann bis zum 18. Februar fast bis auf 60.000 angestiegen ist. Also hier ist noch nicht alles ohne. Jetzt geht es langsam Gott sei Dank wieder runter. Und im Moment sind wir bei ca. 49.700 Fälle im Tagesdurchschnitt pro Woche. Die Impfzahlen, ja, wenn wir schon mal dabei sind, also die erste Impfung 90,6%, die zweite Impfung haben 52,1% und geboostert sind schon 3,5%. Also es wird hier fleißig weiter geimpft. Trotz dieser Zahlen werden die Stimmen der einzelnen Politiker aber trotzdem immer lauter und sie drängen wirklich drauf, Bali bald zu öffnen. Visa on Arrival wurde letzte Woche wieder stark diskutiert. Das wird wahrscheinlich, also das ist genauso Priorität wie das mit den Quarantäne. Bisher hat es keine weiteren Beschlüsse zu dem Thema Quarantäne oder Versicherungsschutz gegeben. Wir müssen wirklich mal schauen von Woche zu Woche, was sich da tut und sie sind halt dran, ne? Ansonsten gibt es hier nichts Neues heute im Update. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Ich halte euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden. Wem es gefallen hat oder wen es interessiert hat, Daumen hoch. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Ja, und jetzt kommt gleich noch das Wetter. So, ich sag mal Tschüss für heute. Ich hoffe, wir sehen uns bald hier auf Bali. Und hier kommt noch das Wetter von heute.